Bei Polizeirazzien gegen die süditalienische Mafia hat es in Italien und Deutschland insgesamt mehr als 170 Festnahmen gegeben. In Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen wurden am Dienstag 11 mutmaßliche Mitglieder der kalabrischen Mafia-Organisation 'Ndrangheta gefasst, so das Bundeskriminalamt in Wiesbaden. Die Männer seien zwischen 36 und 61 Jahre alt. Sie werden verdächtigt, schwere Straftaten wie Erpressung und Geldwäsche begangen zu haben. Die Festnahmen in Deutschland sind Teil einer Ermittlung der italienischen Strafverfolgungsbehörden, so das BKA. In Italien erfolgten zeitgleich mehr als 160 Festnahmen in Kalabrien und 7 weiteren Regionen. Eine kriminelle Gruppierung stehe im Mittelpunkt der Ermittlungen, der 'Ndrangheta-Clan Pharao Mirincola aus der kalabrischen Gemeinde Ciro. Dieser soll in Kalabrien und über benachbarte Regionen hinaus großen Einfluss haben. Die Ermittlungen hätten ergeben, dass die Familien in verschiedenen Wirtschafts- und Unternehmensbereichen in Italien sowie im Ausland mitmischten. Sie organisieren sich wie eine kriminelle Holding, um Geschäfte in Millionenhöhe zu betreiben. Besonders betroffen seien Firmen aus der Wein- und Nahrungsmittelbranche bis hin zur Abfallentsorgung sowie Beerdigungsunternehmen.